Hallo, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Heute geht es mir um das Thema, ist ein Elternteil, der nach der Trennung die Kinder bei sich behalten will, automatisch ein Elternteil mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung? Generell würde ich sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Mal nur jemand, der die psychische Kontrolle über seine Kinder behalten will und diese Dominanz ausüben will, die in einer autoritären Erziehung notwendig ist, um Macht über das Kind auszuüben, der muss etwas sehr stark Narzisstisches an sich haben, weil er das Kind benutzt für seine eigenen Zwecke. Also sowas machen Menschen, die kein eigenes Selbstwert haben, sich selbst nicht genug sind, ja, die anderen, ja, dem anderen Elternteil nicht dasselbe Recht zugestellen wollen wie sich selber, nämlich Kontakt zum Kind zu haben und das Kind auch mitzuerziehen. Die Wahrscheinlichkeit ist also hoch, aber es ist nicht generell so. Ich würde mir das eher so vorstellen, dass das, was da in Trennungsfamilien passiert, wo sich Eltern selbst nicht einigen und wo man dann vor Gericht geht, um sich dagegen zu wehren, wenn ein Elternteil das Kind einbehält, gegen den Willen des anderen Elternteils, auch gegen den Willen des betroffenen Kindes oder der betroffenen Kinder, ist so, dass die Gerichte dann nach einer autoritären Erziehungslogik entscheiden. Die sagen dann, so steht es im BGH-Wechselmodellbeschluss von 2017, der ist da maßgebend für die deutsche Familiengericht-Rechtsprechung, dass wenn die Eltern nicht kommunizieren und kooperieren, dass dann das Wechselmodell nicht möglich ist. Dahinter steckt die Vorstellung, dass die Eltern entweder in Personalunion das Kind dominieren müssen, ja, also gemeinsam das Kind, ihre Macht gegen das Kind ausüben. Und wenn sie das nicht machen, ja, nicht kommunizieren und kooperieren, dann soll das Kind einem Elternteil zugesprochen werden. Das ist eine autoritäre Erziehungsstruktur. Und wenn einem das klar ist, dann ist auch klar, was dann läuft mit dem Elternteil, der gewinnt. Ja? Also Gelegenheit macht Diebe oder autoritäre Strukturen machen Autoritaristen. Überlegt euch doch mal, was in der Vergangenheit immer so passiert ist, wenn ein Staat ins Autoritäre gekippt ist. Da gibt's dann Trittbrettfahrer, Nutznießer, Gewalttäter, die dann mit der entsprechenden Uniform, mit der entsprechenden Gesinnung im Rücken, mit der Mehrheit, die diese Gesinnung hat, dann Taten begehen, die sie in einer Zivilgesellschaft, die sich an Menschenrechte hält, nicht begehen würden. Und so eine Situation haben wir im Familienrecht, was Trennungsfamilien angeht. Ja? Das ist ein Subsystem, das autoritär gestaltet ist. Die Eltern, die es nach der Trennung alleine hinbekommen, die haben Glück, ja, die greift der Staat nicht an, weil die brauchen ja die Hilfe des Gerichts nicht. Aber sobald man die Hilfe des Familiengerichts braucht, vermeintlich um seine Rechte zu schützen, ja, auch die des Kindes, dass man da auch Kontakt zu dem anderen Elternteil hat, dann greift ein autoritäres Subsystem und man verliert automatisch. Das Kind wird nicht beide Eltern haben, weil das die autoritäre Erziehungslogik des BGH nicht erlaubt. Das ist die herrschende Rechtsprechung. Also sind Eltern, die ihre Kinder nach der Trennung für sich behalten wollen, dem anderen Elternteil vorenthalten, sind es narzisstische Persönlichkeiten? Haben die eine Störung? Sind die pathologisch? Sind die psychisch krank? Die Wahrscheinlichkeit, dass sie es werden, wenn sie es noch nicht waren, ist sehr hoch, weil man muss schon als Mensch innerlich gefestigt sein und sich an universalen Werten ausrichten, wenn man diese Gelegenheit, Macht auszuüben, über die eigenen Kinder und den anderen Elternteil nicht ergreift und stattdessen sich an die universalen Werte hält und auch an Kinderrechte zum Beispiel, die ja solche universalen Werte sind. Artikel 18 der Kinderrechtskonvention, Absatz 1, Satz 1. Alle Vertragsstaaten sinngemäß sollen darauf hinwirken, dass Kinder von beiden Eltern erzogen werden. Ne? Also
leider ist es so, wenn wir in die Geschichte schauen, dass die wenigsten Menschen, ja, wenn die Gesellschaft selbst gekippt ist und autoritär ist, dass die dann universale Werte, Menschenrechte, Kinderrechte hochhalten und sich danach ausrichten, ja, ihr Tun. Das sind leider die wenigsten. Und im deutschen Familienrecht, auch in der Kinder- und Jugendhilfe, bei den Jugendämtern, haben wir immer noch ein autoritäres Subsystem innerhalb des demokratischen Rechtsstaats. Und jeder, der schon erlebt hat, weiß, da profitieren Gutachter davon, Verfahrensbeistände. Gutachter kriegen mindestens ihre 6.000 Euro pro Gutachten, bis zu 30.000, ja, da nach oben hin ist es offen. Die machen Kohle in diesem autoritären Subsystem. Ja, Gelegenheit macht Diebe. Und das sind Gewalttäter, die profitieren von dem autoritären Subsystem in Deutschland im Familienrecht, auf Verfahrensbeistände. Und es kommen natürlich nur Leute in dieses autoritäre Subsystem rein, die dahinterstehende autoritäre Erziehungslogik teilen. Das ist das ganze Geheimnis. Also die Frage ist nicht nur, ob dann der Elternteil, der das Kind nicht zum anderen lässt, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, sondern auch diese Beteiligten an Familienrechtsverfahren, wie Jugendamtsmitarbeiter, Gutachter, Verfahrensbeistände, kann man sich genauso fragen. Meine Einschätzung, Meinung kennt ihr. Das System, das autoritäre Subsystem im Familienrecht bedingt die Entwicklung zu narzisstischen Verhaltensweisen. Und zum Schluss noch, es gibt da einen Wissenschaftler in Oxford, das ist der Bruder von dem, wie heißt das, Sascha Baron Cohen, glaube ich, der Schauspieler, der den Borat gespielt hat, ja. Der Satiriker. Dem sein Bruder ist Wissenschaftler in Oxford und ein sehr anerkannter, ja, Oxford ist ja eine auch anerkannte Uni. Und der hat ein Buch geschrieben über Sadismus und der sagt, dass Menschen so auf dem Spektrum anzusiedeln sind von ihrer Psyche her. Und wer schon Richtung Sadismus tendiert und dann in ein System reinkommt, das autoritäre, ja, also machtgeleitete Verhaltensweisen, in denen Andersdenkende und Schwächere, ja, Andersdenkende, in unserem Fall Eltern, die das Wechselmodell wollen, also die universalen Werte hochhalten, und Schwächere, die Kinder, also diejenigen, die im Spektrum schon Richtung Sadismus tendieren und dann in so einem System sich wiederfinden, dass diese Charaktereigenschaft dann verstärkt wird durch das System. Also der Wissenschaftler sagt, man kann dann einfach nur hoffen, dass genug Menschen nicht schon Charaktereigenschaften haben, die Richtung Sadismus tendieren. Und Kindern einen Elternteil zu nehmen, weil die Eltern nicht kommunizieren, kooperieren, das ist eine Rationalisierung von Sadismus, nichts anderes. Ja. Weil es hat nichts mit unserem Wertesystem zu tun, das das Grundgesetz vorgibt, wonach ja Meinungsfreiheit herrscht zum Beispiel. Und Meinungsfreiheit heißt, dass Kinder auch das Recht haben, sich über ihre Eltern unterschiedliche Meinungen anzuhören, selber zu überlegen, dann ihre Meinung daraus zu bilden. Das wird alles unterdrückt durch die Rechtsprechung des BGH, dass wenn Kinder nicht, Eltern nicht kommunizieren und kooperieren, dass dann das Kind nur noch einen dominierenden Elternteil haben soll. Und das ist aus meiner Sicht nichts anderes wie die Rationalisierung von Sadismus mit Hilfe von ein paar Wissenschaftlern, auf die sich der BGH bezieht, die er ja selber ausgewählt hat. Ja? Also er wählt die Wissenschaftler aus, mit denen er begründen kann, was er sowieso entscheiden will, weil er diese autoritäre Erziehungslogik hat. Ja, die Richter, die da drin sitzen in dem Zivilsenat, der das entschieden hat, 2017. Und dann passen ja diese Wissenschaftler in die Denklogik rein, diese autoritäre Erziehungslogik. Und dann macht es für die auch Sinn, für die Richter. Ja. Und dann müssen die gar nichts anderes mehr auswählen, wie zum Beispiel die Melanie Klein, eine Entwicklungspsychologin, die sagt, dass Kinder von Anfang an beide Eltern brauchen, um in dieser Triangulierung, in diesem Hin und Her zwischen den Eltern ihre Persönlichkeit entwickeln zu können, indem sie eben unterschiedliche Meinungen der Eltern
mitbekommen und die Eltern einschätzen können, auch mit Hilfe des anderen Elternteils und so weiter. Also es gibt alternative Sichtweisen, die auch wissenschaftlich sind, die anerkannt sind in der klinischen Kinderpsychotherapie und die auch mit unserem Wertesystem des Grundgesetzes vereinbar sind. Aber Richter, die Machtmenschen sind, die haben solche Sichtweisen nicht. Ja, die Familie ist keine Demokratie für die. Das ist ein Hort des Autoritarismus, wo Kinder dominierende Eltern brauchen. Frage wäre natürlich dann in letzter Konsequenz, ob die BGH-Richter, die den Beschluss von 2017 gemacht haben, eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Aber ich glaube, aus dem, was ich bisher gesagt habe, könnt ihr entnehmen, was meine Meinung dazu ist. Ich will ja nicht wegen Beleidigung angeklagt werden und der Justiz die Möglichkeit geben, meine Meinung dazu zu unterdrücken. Danke fürs Zuhören, liebe Freunde der demokratischen Erziehung. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.